Hallo, heute geht es um Modetrends. Ihr wisst, solche Sachen wie Skinny Jeans, die wo jetzt in letzter Zeit populär waren, wo Jungs rumlaufen wie Helden in Strumpfhosen oder wie Balletttänzer. Und am Frauenkörper gefällt mir das durchaus. Er hier hat indirekt damit zu tun. Und zwar geht es um einen Modetrend, einen kurzzeitigen von 1980. Was hat John Wayne damit zu tun? Ich werde es euch sagen. Es geht um sein Hemd. Das sogenannte John Wayne Hemd. Ganz kurz, 1980 war das mir sehr populär und in. Und auch ich habe mir damals eins schenken lassen. Das habe ich noch. Habe ich im Speicher, in meinem Schrank, wo ich ein paar so Outfits, alte Outfits hängen habe, gefunden, und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Jetzt schauen wir mal, ob mir das noch passt. Wie gesagt, es ist sage und schreibe 40 Jahre her, dass ich das Hemd damals von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. Es war nicht billig. Soviel ich weiß, hat es in München in einem Western Store am Marienplatz 80 D-Mark gekostet. Das war sicher damals eine Menge Geld. Was ist das Besondere an einem John Wayne Hemd? Da kommen wir gleich dazu. Ich mache es jetzt erstmal zu, so wie es ausschaut. Ein bisschen eng geworden, aber es passt noch. Ich kriege also die Knöpfe noch zu. In fast jedem Film hat John Wayne so ein Hemd getragen. Was es besonders macht, ist die Art der Knöpfung. Es unterscheidet das John Wayne Hemd von anderen Hemden. Manschetten noch zumachen. Ja, so Trends kommen und gehen. Die einen dauern länger, die anderen sind kürzer. Manche kommen wieder. Das John Wayne Hemd ist seit 1980 nicht mehr gekommen. Das Besondere daran ist dieser Frontlatz, der die Mittelleiste überdeckt. Wird auf einer Seite meistens etwas offen getragen, mehr oder weniger. Seht hier, das ist der typische Latz, den dieses John Wayne Hemd hat. Schön oder nicht schön, war damals so. Und was John Wayne getragen hat, kann nicht ganz schlecht gewesen sein. Jetzt schauen, jetzt fehlt bloß noch das Halstuch und das Outfit ist perfekt. Das war es heute mal wieder, ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Ihr wisst ja, danach kamen langsam die Schulterpolster, fürchterlich Miami Vice mäßig. Aber ich bin zuversichtlich, irgendwann bekommt auch dieses Hemd ein Comeback. Das war's für heute. Servus und bis zum nächsten Mal.